Was geht, Leute? Herzlich willkommen zum nächsten Part der Sprint to Glory mit Chelsea, Leute. Wir haben jetzt noch drei Folgen, müsste es sein. Ich hoffe, es gefällt euch, Leute. Wir haben hier noch ein paar Spieler, allerdings werden wir keinen davon holen, weil, obwohl, den hier vielleicht, obwohl der ist erst 20. Ja, der hat sich letztes Jahr aber keinen einzigen Punkt verbessert, aber komm, wir werden ihn einfach mal holen, weil der Jüngste ist. Vielleicht hat er noch Potenzial. Lasst gerne Like da, lasst gerne Abo da, Leute, falls ihr nicht abonniert habt. Ihr wisst es, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich hoffe doch, ihr seid täglich am Start. Ich würde mich sehr freuen. Abonnieren, Glocke aktivieren, macht die 1 Million Likes voll, macht die 1 Million Abonnenten voll. Ihr wisst es ja. Ich würde mich sehr freuen. Und nicht vergessen, wichtig, bleibt bis zum Schluss dran, ja? Schaut die Folge von Anfang bis Ende, ihr wisst es für die Watchtime. Wenn die Videos besser angezeigt, ihr unterstützt mich. Ich danke euch und wie immer, lasst einen Kommentar da. Auch sehr, sehr wichtig, ja? Damit die Videos besser angezeigt werden. Also gerne kommentieren und zwar wie immer, welche Mannschaft ihr nach dieser Chelsea Sprint to Glory sehen wollt in der Karriere. Hier in diesem Projekt, was wünscht ihr euch? Schreibt es also gerne jetzt in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Ich glaube, wir packen mal eine Saison noch mal kurz Donnarumma ins Tor. Ich glaube zwar jetzt, der ist 34. Ich glaube, jetzt wird er nicht mehr hochgehen, aber der ist im letzten Jahr und das Jahr davor auch mal einen Punkt hochgegangen. Also wer weiß, Julien gefällt hier die Position leider nicht mehr. Problem ist, wir müssen den da lassen. Wir haben es letzte Folge, wenn ihr es gesehen habt, einmal ausprobiert, komplett ohne Innenverteidiger. Hat gar nichts gebracht. Haben wir jedes Spiel verloren, 10 Spiele in Folge gewonnen. Ah ja, Rodrigo ist runtergegangen. Das heißt, den können wir auch austun. Das Ding ist, Saka kann auch sogar links spielen. Gut, dann lassen wir ihn links spielen. Aber ich glaube, der wird eh nicht mehr hochgehen, weil er jetzt, glaube ich, auch schon zu alt ist. Der ist, glaube ich, auch schon 32. Aber wir probieren es mal. Vielleicht geht er noch einen Punkt hoch. Wir haben jetzt, ehrlich gesagt, auch keinen besseren anderen Jugendspieler oder so. Von daher probieren wir es aus. Ich bin gerade ein bisschen. Es ist gerade ein bisschen kacke gelaufen, muss man sagen, weil wir haben Havertz auf eine 98 gehabt und jetzt haben wir halt auch noch Donnarumma auf eine 98 und wir haben halt Donnarumma die letzten 3 Jahre auf der Bank gelassen. Jetzt denke ich mir natürlich, ja scheiße, was ist, wenn wir den hätten spielen lassen? Dann wäre der vielleicht auf eine 99 gekommen, weil Donnarumma muss man eigentlich auf eine 99 kriegen, weil der startet mit einer 89, ist 22. Eigentlich hätte der 10 Jahre Zeit, weil ihr wisst es, die Spieler verbessern sich eigentlich bis 32, dann gehen sie runter ab 32, außer Toyota. Toyota gehen noch bis 34, 35 hoch. Das heißt, Donnarumma hätte 12 bis 13 Jahre, um sich zu verbessern. Wenn er jedes Jahr einen Punkt macht bei einer 89, könnt ihr selber ausrechnen, braucht er ja nur 10 Punkte auf eine 99 zu kommen. Das heißt, der hätte locker auch nochmal so 3, 4 Jahre Zeit, wo der keinen einzigen Punkt sich verbessert. Allerdings verbessert er sich eh in der ersten Saison immer. Mindestens auf 92, 93. Das heißt, er hat quasi nach der ersten Saison noch 12 Jahre Zeit, sich zu verbessern und muss in diesen 12 Jahren nur 6 Punkte machen. Versteht ihr meine Rechnung? Und ich habe es noch nie hinbekommen. Liegt auch daran, muss ich sagen, dass ich Donnarumma immer spätestens, wenn er 31, 32 war, auf einer 97, 96, habe ich ihn immer rausgepackt und einen anderen Jugendtorhüter reingepackt. Weil ich mir dachte, er ist auch langweilig, wenn wir immer Donnarumma auf der Torhüterposition haben. Ist halt übertrieben langweilig. Aber irgendwie müssen wir den ja auch mal auf eine 99 bekommen. Weil das kann nicht sein, weil der ist genau wie Haaland und Mbappé, die eigentlich immer in jeder Karriere, weil die halt jung sind und so ein krankes Startrating haben, kommen die immer auf eine 99. Und es kann ja nicht sein, dass wir Donnarumma noch nie auf eine 99 gebracht haben. Das ist ja unfassbar. Deswegen müssen wir mal schauen, dass wir das. Wahrscheinlich jetzt wird es auch schon wieder zu spät sein, weil jetzt ist er 34. Jetzt hätte ich ihn eigentlich auch nicht mehr ins Tor packen müssen. Weil ich glaube, mit 34 ist dann auch mal Ende. Dann entwickelt man sich auch nicht mehr nach oben. Aber wer weiß, wie gesagt, Donnarumma hat es die letzten 2 Jahre auch möglich gemacht, ist ein Punkt hochgegangen. Vielleicht macht er es jetzt nochmal. Wir probieren es dieses Jahr aus. Wenn nicht, kommt er wieder raus. Ist auch egal, weil die Jugendtorhüter verbessern sich eh immer nur bis 91, 92, 93 ab und zu. Dann geht da eh nichts mehr. Von daher ist halt auch nicht so interessant auf der Torhüterposition. Naja, vielleicht kriegen wir mal irgendwann ein richtig krankes Torhüter-Talent, der schon irgendwie 94 hat oder so, wo wir den holen. Dann lassen wir natürlich gerne spielen. Weil Torhüter sich eigentlich immer viel, viel krasser und schneller entwickeln. Das war eigentlich in allen Karrieremodus so, die ich auch in den letzten Jahren gemacht habe. In allen FIFA-Teilen. Torhüter haben sich eigentlich immer krank schnell entwickelt, weil die halt jedes Spiel spielen, ne, auch nicht ausgewechselt werden und so. Deswegen entwickeln sich die Torhüter eigentlich immer viel, viel heftiger. Dieses Jahr gibt es halt nur Donnarumma, der halt eigentlich ein gutes Potenzial hat. Es gab in den Jahren davor eigentlich auch immer noch andere Torhüter. Lafont und Co., Dragowski auch noch, aber die haben mittlerweile auch kein gutes Potenzial mehr. Ist ein bisschen schade, aber naja. Pokalfinale, wir sind schon im Februar, by the way. Dynamo Moskau, nee, was ist das? Dynamo Moskau, keine Ahnung. Pokalfinale gegen Man U gewonnen, 3-0. Das ist ja dieser eine Pokal, der schon im Februar ausgespielt wird. Ich weiß nicht, ob das.
Es gibt, glaube ich, einmal FA Cup. Ist ja League Cup, ne? FA Cup ist, glaube ich, League Cup. Und dann gibt es halt diesen, der heißt immer anders. Carabao Cup hieß der mal. Mittlerweile weiß ich nicht, wie der gerade heißt. Keine Ahnung. 2-0 gewonnen gegen City eben. Dann schon wieder gegen Leipzig. Letztes Jahr auch gegen Leipzig, ne? Im, weiß ich nicht, ob das auch Achtelfinale war. Dieses Jahr war es zumindest Achtelfinale, Halbfinale gegen Sevilla. Arsenal 2-0, dann Pokal-Halbfinale 2-1 gewonnen. Sevilla auch 2-1 gewonnen im Champions League-Halbfinale. Oder war das schon Champions League-Halbfinale? Yep. 3-1 gewonnen, Rückspiel, Pokalfinale gegen Brighton Hove Albion und Atletico Madrid im Champions League-Finale. Wenn wir das gewinnen, sind wir mal wieder Champions League-Sieger. Ich bin in keiner einzigen Karriere so oft Champions League-Sieger geworden wie hier mit Chelsea. Letztes Jahr war ja eine Katastrophensaison. Wir haben letztes Jahr, ah doch, wir haben einen Titel geholt, wir sind Meister geworden. Wisst es, wir haben ja letztes Jahr das Experiment gewagt, ohne Verteidiger zu spielen. 2-0 gewonnen. Das heißt, wir kämpfen auch nächstes Jahr wieder um alle 7 Titel mit durch den Champions League Sieg. Wir haben ja letztes Jahr das Experiment gewagt, ohne Innenverteidiger, also ohne, komplett ohne Verteidiger zu spielen, auch keine Außenverteidiger. Hat leider gar nicht funktioniert. Hat absolut gar nicht funktioniert. Meister, 96 Punkte. Was war das für eine kranke Saison? Ich habe die ganze Zeit gelabert. Das ist der Rekord bislang. 96 Punkte hatten wir noch nie mit Chelsea. Aber leider wieder keine 100. Schade. Also letztes Jahr, ja, ihr wisst es, habt ihr vielleicht gesehen, Experiment gewagt, komplett in die Hose gegangen, haben wir die ersten 10, 12 Spiele alle verloren. Dann haben wir umgestellt, bevor wir rausgeworfen werden, haben wir dann den ZDM auf Innenverteidiger gezogen. Dann lief es auf einmal und dann haben wir noch alles gewonnen irgendwie und sind einfach noch Meister geworden. Also nachdem, ich glaube, eine Mannschaft die ersten 10 Spiele verloren hat, ich weiß nicht, ob eine Mannschaft da ja jemals schon mal dann noch irgendwie Meister geworden ist. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also das war schon stabil. War schon sehr stabil, muss ich sagen, letztes Jahr. Dieses Jahr weiß ich gar nicht, wie viele Titel haben wir jetzt gewonnen. Pokal, Champions League, Meisterschaft sind 3. Vorbereitungsturnier haben wir, glaube ich, nicht gewonnen. Supercup, haben wir einen Supercup gespielt? Doch, müssen wir gespielt haben, weil wir Meister geworden sind. Habe ich nicht darauf geachtet. Also 3 oder 4 Titel. Nein, ist auch egal. So, wir gucken, wie sich unsere Spieler verbessert haben. Ich bin gespannt. Let's go. Karius 91, ging leider nichts. Der hat sich auch nicht verbessert. Ramos 1, glaube ich. Saka ist 2 runter, korrekt. Der ist 1 hoch. Rodriguez geht auch gar nichts. Haben wir auch nicht. Gomez 1 Punkt hoch. Lukas auch wieder 1 hoch auf 90. Das ist nice. Der hier geht leider auch nicht. Donnarumma ist runtergegangen. Wolf ist sogar hochgegangen. Läuft. Kommt jetzt also wieder rein. Hätten wir uns auch direkt sparen können, das Ganze. Aber gut. Ich glaube, Max, langsam sind die Spieler eh auf dem Limit. Alle. Auch die Jugendtalente hier sind, glaube ich, langsam alle auf dem Limit. Da wird, glaube ich, bei keinem mehr wirklich viel gehen. Das war's von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren und täglich einschalten. Wir verlängern noch kurz die Verträge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid am Start. Schreibt wie immer jetzt gerne in die Kommentare, welche Mannschaft ihr euch noch wünschen würdet. Welche Mannschaft sollen wir als nächstes hier in diesem Sprint to Glory Projekt dran nehmen? Ihr könnt jetzt eure Wünsche in den Kommentaren äußern. Ich danke euch vielmals da für eure Unterstützung, für euren Support. Und ja, dann würde ich sagen, Digga, der ist jetzt erst 32 und ist einfach 2 Punkte schon runter. Was ist das denn, ey? Meine Güte. Na gut, das war's. Bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein und ciao.